Ja, hallo, mein Name ist Martin Kobauer, Geschäftsführer von Alpenkraft. Eines der großen Vorteile unserer Alpenkraft-Zugspitze ist ja, dass Sie diese bis ins letzte Detail, bis zum letzten Teil auseinanderbauen können, um diese zu reinigen und auch wieder zusammenzubauen. Hier ist nichts genietet, hier ist nichts verschweißt, sondern echt nur geschraubt und gesteckt. Und wie das genau funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt in diesem Video. Was Sie dazu brauchen, ist bewusst ein Werkzeug. Warum? Weil wir gesagt haben, wir verschrauben wirklich die Innenteile der Zugspitze, damit hier nicht per Zufall etwas passiert, sondern dass man echt Hand anlegen muss und auch soll, um die Zugspitze auseinanderzubauen. Aber Sie werden sehen, das geht ganz einfach. Alles, was Sie brauchen, ist einen sogenannten T10 Torx Bit und unser 4-in-1-Schälchen, welches natürlich jeder Verpackung beigelegt ist. So, und jetzt dann bauen wir diese Zugspitze einmal auseinander, um zu sehen, auch welche Teile hier drinnen sind und wie das Ganze funktioniert. Zuerst nehmen Sie das 4-in-1-Schälchen und schrauben einmal den großen silbernen Edelstahlring hier mit der Hand ab und kommen so ins Innere der Zugspitze. Da ist die Scheibe, die Sie natürlich reinigen können. Das werden Sie natürlich kennen. Und hier der Edelstahlring. Das legen wir mal hierher. Und Sie sehen hier jetzt im Inneren zwei Schrauben. Diese Schrauben sind sogenannte Torx-Schrauben. Und mit dem Torx T10 schrauben Sie die ganz einfach raus. Auch hier verwenden wir natürlich alles aus Edelstahl. So, dieser graue Innenteil ist hier mit einer Dichtung in das Gehäuse verpresst. Um den herauszubekommen, fahren Sie einfach mit dem gleichen Torx-Schlüssel hier rein und hebeln das Innenteil aus, ganz langsam. So, und damit bekommen Sie die sogenannte Verteilerscheibe hier raus. Hier sind auch Dichtungen drinnen. Hier eine Dichtung und hier eine Dichtung und hier eine Dichtung. Also insgesamt vier Dichtungen haben wir hier. Und wenn Sie das machen, passen Sie bitte auf, weil jetzt liegen auch unsere bekannten zwei Kügelchen. Einmal, zweimal. Und die Feder hier offen drin. So, und das war's schon. Jetzt sind Sie im Inneren des Gehäuses. Wenn Sie jetzt noch weiter ins Detail gehen wollen, dann können Sie hier einfach den Hebel hinausziehen und dann auch den Betätiger der Strahlumstellung herausgeben. So, das war's. Jetzt sind wir im fertigen Gehäuse. Dieser Kunststoff wird übrigens in der Schweiz hergestellt, wird auch für Autoscheinwerfer verwendet. Also das ist wirklich ein sehr, sehr hochwertiger Kunststoff, der natürlich alle gesetzlichen Kriterien entspricht. So, also Bajonettverschluss kennen Sie. So schaut dann die Zugspitze auseinandergebaut aus. Dieses Teil, dieser Ring geht nicht ab, ja, bewusst nicht. Also der bleibt immer hier oben. Wenn Sie jetzt diese Zugspitze, das Gehäuse reinigen wollen, dann legen Sie es einfach in Essig oder sonstige Reinigungsmittel ein und dann kann man hier auch wunderbar reinigen. Perlen bitte zuerst rausnehmen. Essig würde die Perlen hier doch etwas angreifen. Also, so, und jetzt beim Zusammenbau natürlich den umgekehrten Weg. Wir geben zuerst einmal den Betätiger rein. Der passt nur in eine Richtung, also auch hier können Sie nichts falsch machen. Betätiger rein. Dann den Hebel wieder einstecken. Auch hier kann man nichts falsch machen. Der passt nur in eine Stellung hinein. So, und dann ganz wichtig: zuerst ein Kügelchen, dann die Feder und dann das zweite Kügelchen drauflegen. So, nutzen Sie auch hier das 4-in-1-Schälchen. So schaut das einmal aus, bevor wir die Verteilerplatte reingeben. Bitte hier kontrollieren, ob die Dichtungen alle an ihrem Platz sind. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, Sie sehen hier eine kleine
eine kleine Erhebung und hier eine Nut. Diese kleine Erhebung muss unbedingt genau in die Nut, ich hoffe, das kann man sehen, hineinpassen. Und dann drücken Sie einfach ganz vorsichtig mit der Hand die Verteilerplatte wieder in das Gehäuse. So, und damit sind Sie schon sicher. Dichtung wieder rein. Und jetzt schrauben wir die Edelstahlschrauben mit unserem Torx wieder an. Leicht mit der Hand anziehen, das reicht schon. So. Und damit sind wir wieder in der Basis der Alpenkraft. Zugspitze, Scheibe mit der Wölbung nach unten in den Edelstahlring geben und am besten von unten aufschrauben. Nutzen Sie hier auch das 4-in-1-Schälchen mit der Hand leicht zuschrauben und die Zugspitze ist wieder zusammengebaut. Ich hoffe, ich konnte helfen. Wenn Sie Fragen haben, unser Support und das support@alpenkraft.job ist natürlich für Sie da. Alles Liebe, Martin Kober. Ja.